Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Max Payne. Ja, jetzt hier in dieser Raumsequenz unterwegs. Wir befinden uns wieder zurück in unserem Haus. Wie man das mal in Traumsequenzen gerne hat, dass halt diese Gänge immer unendlich lang werden. Können wir hier noch weiter? Wie gesagt, das kennt man ja. Man läuft und läuft und kommt einfach nicht vom Fleck oder kommt einfach nicht an. Das haben sie hier eigentlich sehr schön... sehr schön umgesetzt. Wir folgen einfach mal der Stimme. Ja, ich glaube, hier kommen wir dann eher weiter. Müssen wir schauen, wo uns das Ganze jetzt hier hinbringt. Gerade mal gucken, ob sich die Level oder das Level hier nicht noch verändert. Weiß nämlich auch nicht mehr genau. Ja, ich glaube, das war jetzt der richtige Weg. Wir irren weiter hier durch die Dunkelheit. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? The pictures were filled with good old times. Michelle looked at me from the photo. The Payne family. Happiness captured in a Polaroid moment. I had thought it would last forever, till death do us part. I didn't want to think about it. As long as I didn't, it could never happen. But I had broken my own rule. The thought had already slipped in. Fear was rusty needles poking at my brain. Cold and scaly, it slithered down my chest. Die Erinnerung, ja, und er meinte ja gerade, dass, solange nicht an irgendwas Böses denkt, kann auch nichts Böses passieren. Da kommen wir dann wohl nicht weiter. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Ach ja, das hab ich gehasst. weil Jump'n'Run? Hep. Obwohl es geht, naja. Ich wollte gerade sagen, wir können einigermaßen gut in der Luft bleiben. Und wir können auch im Traum sterben. Ich hoffe, der hat zwischendurch gespeichert. Natürlich nicht. Ah. Dann muss ich das nochmal persönlich machen. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to.
So, komm, dann melde dich gerade vielleicht nochmal. Gucken, dass wir das jetzt... wie gesagt, wir müssen in diesen Traumsequenzen, glaube ich, immer den Stimmen folgen. Und, die führen uns dann zu den richtigen Wegen oder zu den Plätzen, wo wir hin müssen. Hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch auf dem richtigen Weg sind. Hier war auch nichts. Ja, ich glaube, sind wir schon wieder einmal im Kreis gelaufen hier. Ich glaube, ich habe es wirklich eine Stelle gefunden, wo ich wirklich nur noch im Kreis laufen kann. Das ist natürlich seltsam. Irgendwie muss man doch hier wieder rauskommen. Aber das scheint hier nicht so der Fall zu sein. Ich glaube, dann laden wir das Ganze einfach nochmal. Versuchen es erneut. Letztes Mal hat es so schön geklappt, aber jetzt beim ersten Versuch hat es sogar einigermaßen gut geklappt. Jetzt hänge ich hier wieder ewig dran rum. Gut, ich glaube, hier war ich letztes Mal ja auch schon ungefähr. Hab's Gefühl, ich bin richtig. Ja, okay, das ging jetzt doch etwas schneller. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedy, huh? Michelle looked at me from the photo. Kennen wir schon? Sonst noch irgendwas, was uns hier... Pictures were filled with good old times. Ja. Alex and I had a few moments of glory between us. Crime-fighting comrades. The best in NYPD-DEA collaborative team. Good-hearted macho bullshit like that. I would have given anything to have him here as my backup. No such luck. No luck at all. Okay, ich glaube, sonst haben wir aber hier nichts, was wir uns noch anschauen könnten. Gut, dann will ich doch einfach mal abspeichern. Das macht ja doch Sinn. Dann müssen wir hier einfach mal auf dem Blut unseres Verstorbenen... Captain Baseball Bat Boy is my favorite.
Okay, das hat schon mal viel gebracht hier. Ja, und es war gut, dass ich gespeichert habe. Also gehen wir einfach mal die Spur hier entlang. Captain Baseball Bat Boy ist mein Favorit. Bleiben wir einfach mal hier. Ach, verdammt, ich werde schon wieder hier zu ungeduldig. Wie gesagt, Jump'n'Run-Sachen sind und Geschicklichkeitsspielchen sind absolut nichts für mich. Dafür habe ich nicht die Geduld und nicht die Ruhe. Ah, da geht's nicht mehr weiter. Schön. Wie gesagt, ich nehme auch natürlich wieder mittags auf, wo wir die Sonne aber direkt auf den Bildschirm ballert. Ich hatte nicht daran gedacht, dass das Spiel ja eigentlich immer relativ dunkel ist und von daher es Sinn macht, die Rollläden runterzumachen. Och man, du blödes Spiel, lass mich doch diese blöden Jump'n'Run-Scheiße mal fertig kriegen hier. Wie gesagt, ich kann das absolut nicht und jetzt werde ich wieder halt ungeduldig und versaus hier jedes Mal wieder. Herrschaftszeiten! Langsam werde ich dann auch wieder aggressiv hier bei dem ganzen Mist. Das ist halt der Grund, warum ich normalerweise keine Geschicklichkeits-Jump'n'Run-Spiele spiele. Spart mir eine ganze Menge Nerven. Okay, das scheint wirklich die falsche Spur gewesen zu sein. Müssen wir hier weiter? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir hier richtig sind. Ich glaube aber schon. Ja. No, 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 please God, no. Ob wir hier noch irgendwas machen können, irgendwas anschauen. Ich glaube aber nicht. Dann gehen wir mal weiter. Slice them, dice them, shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Michelle's diary lay on the table. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry, her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Max! No, please, Max! Why?
I didn't mean to. I'm sorry. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Okay, wir hätten es überstanden. I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. So, hier waren wir ja schon mal vor einigen Folgen. Dann müssen wir uns jetzt mal nach vorne schaffen. Hier ist zu. Wie sieht's da aus? Auch zu. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Hier haben wir zum Glück ein paar Painkiller drin. Dann sieht es nicht mehr ganz so schlecht aus. Speichern wir mal kurz. Wieso haben die mich jetzt gesehen? Ah, der wahrscheinlich. Okay. Okay, wir haben wenigstens eine Waffe. Sind aber auch gleich wieder tot. Weil ich mal wieder mitten irgendwo hier reingesprungen bin und nichts mehr gesehen habe. Ich habe zu wenig Schuss. Vielleicht sollte ich einfach die hier unten mal erledigen. Hm. Die
Munition reicht einfach nicht aus. So eine verdammte Scheiße. Ich bin jetzt auch wegen dieser blöden Jump'n'Run-Scheiße wieder ziemlich gefrustet und würde mal sagen, wir machen einfach mal einen kurzen Stopp. Ich mach mal das Fenster zu, mach einen Rollladen runter, dass ich mal ein bisschen was sehe und dann versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.